Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Into the Future. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen gerade beim Frühstück, also ich leider nicht. Und, oh, ich glaube, ihr solltet das auch nicht essen. Lucy, nein, nein, ist das nicht, das ist vergammelt. Mist. Okay, wir sitzen beim vergammelten Frühstück. Ach man, Don, kannst du. Techtelmechtel mit Lucy. Ja, daran kannst du später denken. Kannst du bitte was zu essen machen? Dankeschön. Mach mal bitte nochmal Pfannkuchen. Das kann man ja nicht mehr essen, das ist ja ekelhaft. Aber wir sind schon fast bei 40.000 angekommen. Wir haben schon fast 40.000 Belohnungspunkte mit Dawn gesammelt. Das heißt, hoffentlich funktioniert das mit diesem Sammelhilfe, Alter. Ich hoffe, ich kann den übertragen. Ich hoffe es so, weil sonst bin ich unfassbar traurig. R2D2, kannst du mal das Geschirr wegmachen? Oh ja, er säubert gerade das Terrarium. Mit unserem. Ah, ich muss den noch benennen. Stimmt. Ich habe jetzt einen Namen für ihn. Moment. Kann mir ihn benennen? Kurt ist auch nicht schlecht. Kurt ist auch nicht schlecht. Nee, aber ich habe meinen Freund gefragt, wenn du ein Chamäleon hättest, wie würdest du es nennen? Und seine Antwort war Ruprecht. Deswegen heißt unser Chamäleon jetzt Ruprecht. So, er hat so gesagt, Ruprecht. Und dann dachte ich mir so, ja, schreibt man das mit 2P? Das sieht irgendwie komisch aus mit 2P. Ein P sieht aber auch komisch aus. Aber 2P sieht komischer aus, also mache ich ein P. Keine Ahnung, ob man das so schreibt, ich weiß nicht. Ja, aber ich fand irgendwie, war das so unfassbar unpassend, dass ich es schon wieder passend fand. Deswegen hast du jetzt Ruprecht. Ruprecht beobachten. Futter von Ruprecht nachfüllen, wunderbar. Nein, stopp, das wollte ich nicht. Sie sind so stolze Eltern. Jedes Mal, wenn sich Dina an dieses kleine Klavier setzt, dann sind sie so stolz und müssen gleich zuschauen. Was können wir denn jetzt hier anfangen, bis das Essen fertig ist? Wir könnten ein paar Kristallpflanzen hier nachpflanzen, wieder neu anbauen. Was haben wir hier? Kristallblume. Was ist das für eine Ladung? Lachen. Okay. Einem Sim Lachen einhauchen? Hysterie bündeln? Was passiert, wenn ich die Hysterie bündle? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, mit Liebe, oder? Genau, Ladung Liebe. Haben wir noch mehr davon? Können wir hier drei mit der Ladung Liebe hinpflanzen? Dann Lachen. Nein. Oh, die sehen schon hübsch aus, die Dinger. Was haben wir noch? Was ist das Grüne? Freude. Freude. Und ich glaube, mehr hatten wir noch gar nicht, oder? Kann das sein? Dann pflanzen wir jetzt hier dreimal noch Freude hin. Und dann möchte ich gerne mal die Hysterie bündeln. So, Lucy, komm mal hier raus und pflanzt die an. Dankeschön. Und wenn du fertig bist, gibt es Pfannkuchen. Versprochen. Da müssen wir vielleicht noch ein Techtelmechtel mit Don haben, damit wir auch die letzten Punkte noch einsammeln können. Oh nein, es ist gestorben. Der Weinstock ist tot. Aber ehrlich gesagt, ist mir das ziemlich wurscht. Meinetwegen könnten diese ganzen Pflanzen in dem rechten Beet einfach sterben, weil. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt angepflanzt habe, wenn ich ehrlich bin. Die sind da. Hier, du kannst die dann wegwerfen. Gut machst du das, Lucy. Sehr gut machst du das. Ist das Essen schon fertig, Don? Wie sieht's aus? Yay! Es ist da. Okay. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Vielleicht finden wir dann heute endlich die Nanomaschine. Ich fände das sehr, sehr gut. Ich fände das wirklich sehr, sehr gut. Aber andererseits, wenn wir halt den Empfindungsvermögen-Merkmal-Chip haben, dann haben wir Lucys Lebenswunsch erfüllt. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll, weil eigentlich im Grunde ist unser Let's Play dann vorbei, so. Aber ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll, okay? Ich weiß es nicht. Andererseits würde ich auch super gerne ein neues Let's Play starten. Ich habe so viele Ideen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich mich für einen entscheiden soll. Zum Beispiel hat mir letztens jemand von euch vorgeschlagen, die Unterschiede im Stammbaum-Challenge, die mega interessant sich anhört, wo man auch halt über mehrere Generationen spielt. Und für jede Generation gibt es halt ein eigenes Ziel. Und das ist so cool. Oh, aber es gibt so viele coole Dinge. Wie zum Beispiel würde ich auch super gerne ein Sims 2 Let's Play machen. Und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Das ist sehr schwer. So, jetzt fehlt nur noch der hier. Und dann kriegen wir endlich neue Kristallpflanzen. Und dann kannst du frühstücken gehen. Oh mein Gott, dieses blöde Ding. Nimm es ab. Hier, aufhören, Raketenrucksack zu verwenden. Dankeschön. Das ist nämlich einfach ultra nervig, wenn sie vor jeder Aktivität den abnimmt und danach wieder aufnimmt, dran macht. Das nervt einfach nur. Das nervt extrem. So. Jetzt gönn dir das mal und dann kannst du auf die Toilette gehen. Don Lothario hat in der Stadt den Ruf, in Liebesangelegenheiten treu zu sein.
Wer hätte gedacht, dass wir diesen Satz hier zu hören bekommen? Ich nicht. Ich nicht. Wo ist Don Lothario? Er redet mit seiner Tochter. Er zu dir, was machst du? Ich kann nicht sprechen. Was machst du? Er tunt sie selbst. Okay. Ja, schön. Das ist doch nett. Don Jeremy. Geht bei dir. Er recycelt alte Zeitungen. Ja, super nett. Gut macht ihr das alle. So, jetzt ist mal fertig hier. Los. Das dauert mir alles schon wieder viel zu lange. Bist du bereit, Don? Bist du bereit? Für 350 Belohnungspunkte? Ich hoffe, du bist es. Hat eigentlich Lucy auch schon die Techtelmechtel-Fähigkeit? Ja, Karma-Sinter-Fähigkeit. Der Mod ist irgendwie so pointless. Ich weiß nicht. Es ist halt, also es ist schon witzig, aber so... Why? Why would I need that? Warum? Was soll ich damit? Vor allem ist er einfach nur deprimierend. Ich weiß nicht, wie viele Techtelmechtel man haben muss, damit man endlich mal annehmbare Ergebnisse abliefert. Wisst ihr, was ich meine? Naja. So, jetzt techtelmechtelt mal kurz. Ich brauche endlich diesen Sammelhelfer. Ja, was reicht dann immer noch nicht ganz. Freunde finden, das ist mir zu anstrengend. Das dauert auch zu lange. Wir brauchen irgendeinen kleinen Wunsch, den ich ganz schnell erfüllen kann. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas kaufen oder mit jemandem sprechen oder so. Das wäre super. Dann hätte ich ganz schnell diese Punkte zusammen. Wobei, ich meine, die gehen ja auch so nach oben die ganze Zeit, wenn die Laune in einem guten Bereich ist. Also, wir schaffen es auf jeden Fall bald, aber es könnte schneller gehen. Sehr gut gemacht. Oh mein Gott. Ja, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Don! Don, es ist 13 Uhr. Schlaf doch jetzt nicht. Was ist mit dir? Okay, oh mein Gott. Bald haben wir es geschafft. Was möchtest du, Lucy? Sie möchte den Computer verbessern. Wo ist denn unser Computer? Hier. Ach, Moment. Oh Gott, mir fällt gerade ein. Ich habe umgestaltet und ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Ja, ich habe ein bisschen umdekoriert. Ich habe neue Teppiche gekauft und wir haben jetzt ein Wohnzimmer. Alter, wie konnte mir das entfallen? Ja, wir haben jetzt hier Sofas, Teppich, Fernseher, Vorhänge, even. Und hier so einen kleinen Arbeitsplatz mit einem richtig nicen Gaming-PC hier stehen. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich will so eine Tastatur haben. Aber nein. Ich spiele nach wie vor auf einem Laptop. And I hate it. Wie können wir das jetzt? Zufälliges Internet, wuhu. Registriere dich als professionell. Ich denke nicht. Ich denke nicht. So, wenn ich den verbessern will, ist dann über Takten hier die richtige Option? Oder ist er schon so gut, dass wir ihn gar nicht mehr verbessern können, ist die Frage. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, Don, wie sieht's aus? Ja, Mann! Jetzt bist du mein Sammelhelfer. Jetzt bist du mein. Hoffentlich können wir den jetzt Lucy benutzen lassen, sonst bin ich super, super, super angepisst. Okay, deine Belohnung findest du im Inventar deines Sims. Es funktioniert! Ja, okay, dann kannst du das jetzt auch lassen. Hier, ich lösche sogar den Wunsch. Lucy, bist du bereit, deinen Raketenrucksack wieder anzulegen? Moment, erstmal ziehen wir uns was an. Sonst sehe ich das schon, wie sie in ihrem Bademantel mit dem Raketenrucksack rumflitzt. Juhu, der Computer läuft zwar nicht schneller, aber die Grafik ist bedeutend besser, das bezweifle ich. Nachdem sie da 3 Minuten dran saß. So, beginnen Raketenrucksack zu verwenden und jetzt. Filtern nach... Nanomaschinen, Nanomaschinen, ja. Yes. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, yes, yes, yes. Wir sammeln alles ein, was wir kriegen können. Oh mein Gott, das erleichtert mein Leben gerade um ein Vielfaches. So, was haben wir hier? Hallo? Da. Lila? Okay. Wir fangen alles ein. Wir fangen alles ein. Was ist da eigentlich? Grillfest in der Nachbarschaft? Okay. So, dann haben wir hier. So, was haben wir im Angebot? Die sind auch nicht selten. Aber ist egal. Wir fliegen hier rüber. Wobei, ist das überhaupt so weit weg? Eigentlich müssen wir da nicht hinfliegen, nein. Eigentlich nicht. Oh, und dann können wir die ganzen Nanomaschinen, die wir nicht brauchen, können wir verkaufen. Yay.
Money, money, money. Was möchtest du? Nanomaschine auseinandernehmen. Ja, ja, gerne. So, Typ Tunnel und Typ Thermo. Da hinten. Warte, hier waren wir schon. Ah! Hier ist auch noch was. Was haben wir hier? Das ist eine seltene. Das ist eine seltene. Ja, dann lassen wir die anderen beiden gleich hier weg. Das ist eine seltene. Ich weiß nicht genau welche. Wahrscheinlich nicht die, die wir wollen. Aber sie ist selten. Okay, wir können sie verticken und dann kriegen wir Geld. Script Error. Okay. Okay, Tina hat für die Fähigkeit Gitarre Level 4 erreicht. Okay, schön für dich. Komm schon, Lucy. Komm schon, ich will wissen, was das hier ist. Ich sollte das mittlerweile wissen. Wahrscheinlich Dämpfung oder so. So, Typ Tribble. Los, 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 los. Oh mein Gott. Okay, stell dich nicht so blöd an. Fangen Sie einfach ein. She did it. Wuhu. Dämpfung. Ha, wusste ich's doch. Also, gut geraten. Da drüben waren diese zwei lila Nanomaschinen. Okay, dann gucken wir hier noch. Flieg mal hier rüber. Wo sind die Kugeln? Wo sind die ganzen Kugeln? Doch, das ist auch eine seltene. Ja, nice. Ich weiß nicht genau welche, aber die sieht abgefahren aus. Haben wir die schon mal gefangen? Bin mir gar nicht sicher. Oh mein Gott, und was wir auch noch ausprobieren müssen, unbedingt. Ihr habt mir in den Kommentaren verraten, dass man in der Schwebebahn techtelmechteln kann. Ernsthaft? Das werden wir heute noch ausprobieren, ich schwör's. Ich schwör's, das ist ja super lustig. Oh, da sind noch mehr. Die fangen wir auch ein. Wir fangen alles ein, was wir kriegen können. So, was ist das? Muss noch mal kurz ein Bild machen. Ich weiß, meine Thumbnails in letzter Zeit sehen immer sehr ähnlich aus, aber ich kriege einfach keine anderen Screenshots. Wir machen ja auch nicht viel anderes, als Nanomaschinen zu suchen in letzter Zeit, muss ich gestehen. Aber so ist es. Warte mal, was? Entropisch? Haben wir so einen schon mal gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Aber es läuft doch ganz gut. Okay, wir brauchen noch mehr Spawner. Oh, hier oben. Oh, da ist bestimmt was Seltenes. Das sieht aus, als wäre da was ganz Seltenes. Wo ist das Leuchten? Hier. So, was ist hier? Nanomaschine, komm raus, komm. Okay, nee. Das brauchen wir nicht. Na gut, dann wagen wir uns in entferntere Gefilde. Hier in der Innenstadt sind gar keine Spawner, wirklich nicht. Deswegen habe ich davon keine Karte gefunden. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Okay, hier weiter hinten. Ach, da, warte mal, hier kommen wir schon in die Einöde. Wir wohnen ja voll nah an der Einöde, das war mir gar nicht so bewusst. Alter, schaut euch mal diese ganzen Spawner an. Ich glaube, es hakt. Was? Heftiger Scheiß. Flieg mal hier rüber. Und dann, oh mein Gott, ist das eine Maus? Schau mal, schaut mal, schaut mal. Oh mein Gott, ist sie knuddelig. Ich will sie haben. Die ist super süß. Nein, wo ist das Leuchten hinter? Okay. Was haben wir hier? Das war aber auch keine seltene. Bin mir ziemlich sicher, ja, nee, das ist auch keine seltene. Aber wir können ja trotzdem mal versuchen, sie zu fangen. Oh mein Gott, ist das süß. Eine Ratte. Okay, wir haben jetzt eine Ratte. Finde ich auch schön. So, wo sind die nächsten Spawner? Hier ist der nächste. Kommt schon, ich brauche diese Nanomaschine. Ich grase hier alles ab. Die ist selten und die ist nicht selten, aber ist egal. Aber das ist, glaube ich, auch eine, die wir schon mal hatten. Das gibt's doch nicht. Wo ist dieses scheiß Ding? Wo versteckst du dich? Lucy? Lucy, wo bist du? Warum bist du so langsam? Ach, weil sie da jetzt so langsam wie möglich hinspazieren muss, oder was? Nein, es wird dunkel. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lang nicht fertig. Ach komm schon, du musst dich jetzt nicht hier mit minus 5 km/h fortbewegen. Bitte. Ach, da kommt sie endlich. Die Fahrgemeinschaft für Don fährt in einer Stunde? Ah ja, immerhin ist er ausgeschlafen. Good boy, good boy. Ja, nice. Ah, optisch, okay, das hatten wir schon mal. Und was möchtest du?
Mit dem Nagetier möchtest du spielen? Okay. Mal gucken uns hier nochmal kurz um, was hier im Angebot ist. Ein Vogel. Ja. So, das fangen wir nicht ein. Ich muss jetzt ein bisschen selektieren, weil das geht mir auf den Sack. Oh, die sieht auch abgefahren aus. Aber ich kann die nicht unterscheiden. So, die haben alle unterschiedliche Farben, aber ich bin einfach zu blöd, um mir das zu merken, wie die aussehen. Ich kann es mir nicht merken. So, die hier. Ah, die sieht cool aus, die fangen wir ein. Die ist zwar jetzt nichts Seltenes, aber ist egal. So, dann geht's hier weiter. Komm schon, wir haben jetzt schon echt viele seltene Nanomaschinen gefunden. Nur die eine noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wie selten ist dieses Teil denn? Das ist, glaube ich, nochmal Dämpfung. Next. Next. Nee, auch nicht selten. Gewöhnlich. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wo finde ich dieses blöde Ding? Ich werde wahnsinnig. So, hier. Sorry, dass es heute schon wieder so rumlägt. Aber ich habe das Gefühl, mein Spiel hat gute Tage und... Nein, es hat okay Tage und schlechte Tage. Gute Tage sind selten. Aber ist okay. Ist okay. Ich kann auch nicht erwarten, dass ich mein Spiel komplett mit Mods und Custom Content zumüll und es dann immer noch gut läuft. Also das ist einfach... ne? Das ist halt unrealistisch. warte mal, hier werden noch zwei angezeigt. Ah ja, okay. Beide gewöhnlich. Okay. Was ist das für ein Samen? Selten. Na schön. Weiter zum Schiff. So, wir haben eine vom Typ Streuung gefunden. Ja, schön. Ist ja schön, aber ich brauche die nicht. Ich brauche sie nicht. So, was... Das ist echt ein bisschen anstrengend, dass es immer ein paar Sekunden dauert, bis dann die Nanomaschinen tatsächlich auftauchen, wenn man hier hinzoomt. Okay, ich glaube, die haben wir auch schon mal. So viele seltene Nanomaschinen. Aber einfach nicht die eine. Nicht die... Was ist das denn für ein Ding? Eine Schildkröte! Oh mein Gott, das ist so cool. So, die ist auch nicht selten. Natürlich ist sie nicht selten. Ich werde noch wahnsinnig. Okay, die nächsten sind hier. Ich hoffe, dass es euch nicht zu Tode langweilt, dass wir hier halt nur nach Nanomaschinen suchen. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Kann auch heute schon wieder nicht mit der Steuerung umgehen. Okay, hier ist auch nichts dabei. Habe ich das doch schon abgecheckt? Ich kann mich schon wieder nicht... Doch, hier waren wir schon. Da ist nämlich die Schildkröte. Dann das hier. Du könntest doch hier jetzt mal was Seltenes rausrücken. Komm. Komm. Bitte. Hallo. Nee, auch nicht. Boah, wir haben jetzt bald alle Spawner durch, glaube ich. Und wir haben auch ganz viele Seltene gefunden. Aber nicht die, die wir brauchen. Okay, das hier ist auch nicht selten. Und was haben wir hier? Oh, die sind schön grün. Und hier? Auch nichts selten. Okay, wir haben noch eine vom Typ Dämpfung. Ach, Lucy. Lucy, was soll ich noch mit dir machen? Was soll ich noch mit dir machen? Oh, wir haben hier doch den ganzen Bereich, den wir abgrasen können. Aber ich fürchte, vorher müssen wir kurz einen Zwischenstopp zu Hause einlegen. Pipi-Pause und so, ne? Kurz was zu Abend essen. Aber dann geht's wieder los. Ich finde die jetzt. Ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden. Wir haben jetzt endlich diesen Sammelhelfer, diese Belohnung. Und die werde ich auch ausreizen und benutzen, bis es nicht mehr geht. Ach nein. Das wollte ich nicht wegklicken. I'm stupid. So, hier. Fliegt dahin. Dann können wir kurz Baby machen gehen. Dann gibt es noch kurz Mac and Cheese. Oh, sie sehen fern. Ist das nicht schön? Ich finde, der Raum ist nicht schlecht geworden. Muss ich mich jetzt mal ganz kurz selbst loben. Schon nicht schlecht, oder? Kurz ein Bild machen. Was schaut ihr euch an? Ist das der Gartenkanal? Oh, Sims 2. Good old times. Lucy, wie lange brauchst du eigentlich? Warum bewegst du dich so langsam? Oh. Sie geht halt wirklich so unfassbar langsam. 5 Stunden später. Wo willst du denn überhaupt hinkommen? Hier drüben?
Nee, da waren eigentlich nur die normalen, glaube ich. Oder? Was ist denn jetzt passiert? Excuse me. Hallo, hallo. Oh mein Gott, es geht wieder. Meine Nerven. Ich muss erstmal einen Schluck trinken, glaube ich. Ich habe echt gedacht, es hat sich aufgehängt. Hat sie jetzt die Nanomaschine gefangen? Nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Oh, Lucy, du machst mich fertig. Meine Nerven sind am Boden. Ich habe echt gedacht, ich muss jetzt das Spiel abwürgen und nochmal von vorne anfangen. Aber jetzt haben wir ja schon die Hälfte abgegrast. Das wäre jetzt richtig painful gewesen, wenn ich das jetzt alles nochmal hätte machen müssen. Aber während sie schon mal hier zu Abend isst und sich wieder stärkt, können wir schon mal gucken, ob wir irgendwo seltene Nanomaschinen finden. Spawner! Wo sind hier die Spawner? Warte, habe ich die wieder ausgeschaltet jetzt? Nee, ist eigentlich noch an. Hä? Wieso ich keine mehr? Willst du mich verarschen? Warte, gibt's nachts keine Nanomaschinen? Kann das sein? Wie madig! Das war mir noch nicht bewusst. Na schön. Ist das schon wieder nicht mehr gut, oder was? Wir haben noch so einen teuren Kühlschrank, oder nicht? Achso, ja. Wir könnten sogar noch einen teureren kaufen. Aber naja. Ja gut, dann hol dir was anderes zu essen. Ich hoffe, das ist noch gut. Und dann geh schlafen, damit du morgen früh wieder fit bist. Damit wir hier weiter abgrasen können. Und was macht eigentlich Don? Vor Anführer auf Knien rutschen. Kannst du auch noch was anderes? Oh, er arbeitet für einen Plumbot namens Cassio. Beste Freundin. Okay, Merkmalchips keine. Alles klar. Nee, du sollst aber normal arbeiten, weil dann kriegst du mehr gebacken. Unfassbar. Wie lange muss er denn? Bis 3 Uhr morgens. Ja, es sind ja nur noch 2 Stunden. Oh, Lucy. Morgen. Morgen schaffen wir es. Was ist das? Chinesische Lieferung. Begib dich nach China. Ich denke nicht. Ich denke nicht. So, ihr könnt jetzt echt alle mal ins Bett gehen. Dina, du machst dir gleich in die Hose. Leg die Gitarre weg, mein Gott. Unfassbar. Dina ist eine Virtuosin. Das bedeutet, dass sie im Handumdrehen lernt, Instrumente zu spielen. Ja, aber sie sollte vielleicht auch lernen, wie man sie wieder aus der Hand legt. Nur mal so als kleiner Denkanstoß. Hier oben hat sich natürlich nichts getan. Immer noch nicht. Ich verliere auch langsam den Glauben daran, dass sich hier nochmal was tun wird. Weil wir unser Ziel ja bald erreicht haben. Lucys Lebenswunsch. Mehr als eine Maschine. Das ist ein bisschen gruselig, der Gedanke. Ich weiß auch nicht, wie man ein Let's Play beendet. Ich habe das noch nie gemacht. Wie macht man das? Ohne, dass einem das Herz bricht. Wahrscheinlich gar nicht. Hey, Don ist fertig. Dann komm nach Hause. Sehr gut. Oh mein Gott, er wäre fast befördert worden. War das knapp? Oh, Don. Wo kommt das Geräusch her? Was machst du da schon wieder? R2, was machst du für komische Geräusche? Ach, er redet mit den Pflanzen. Okay. So, Don. Dann kannst du jetzt ins Bett gehen. Gute Nacht. Und morgen geht es weiter mit der Jagd auf Nanomaschinen. Ich habe jetzt nochmal kurz die Stadt zurückgesetzt. Oder was heißt kurz? Es hat ewig gedauert. Also nicht ewig, aber es hat sich ewig angefühlt. Und ich hoffe, dass es dann vielleicht ein klein wenig flüssiger läuft. Das wäre sehr schön. Lucy wird gleich aufstehen. Dann checken wir sie erstmal duschen. Und dann... Ach, eigentlich muss sie gar nicht frühstücken. Sie hat eigentlich gar nicht so großen Hunger, ne? Hallo, Spiel, bitte. Komm klar, was ist das? Danke. Danke. Schön. Ich weiß nicht, was das zurzeit ist, wirklich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass im Hintergrund halt das Aufnahmeprogramm läuft, weil wenn ich normal spiele, für mich, so ohne es aufzunehmen, läuft mein Spiel so gut. Aber sobald ich dann OBS einschalte, mag es nicht mehr so gerne. Das ist sehr traurig. Ich dachte mir gerade, wir nehmen uns vielleicht heute einfach ein bisschen Proviant mit. Okay, da ist nicht viel da. R2, was hast du so? Ach ja, R2 hat das ganze Zeug. Sehr gut, dann können wir uns nämlich... Was haben wir denn im Angebot? Von Weintrauben ernähren heute. Oder von Blaubeeren. Nein, lieber Blaubeeren, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der Traubenfan. Außer in Weinform, da finde ich die okay. Dann müssen wir heute nämlich keine Pause machen, um nach Hause zu fahren und was zu essen.
Vielleicht sollten wir uns auch die Stahlblase gönnen. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das machen wir. Körper und Persönlichkeit? Nee, Quatsch. Bedürfnisse und Stimmungen? Stahlblase. Ja. Ganz genau. Das kaufe ich nie normalerweise, weil ich es halt... Ich weiß nicht. Finde ich halt ein bisschen befremdlich, wenn jemand gar nicht mehr auf die Toilette muss. Aber heute kommt mir das ganz gelegen. Okay. Back. Zu unserer Mission. Gut, die anderen müssen arbeiten. Ja, das tut mir leid für euch, ne? Wo ist jetzt? Hier war doch noch ein Spawner irgendwo. Da. Aber ich glaube, wir werden einfach die Einöde abgrasen. Die andere Seite, wo wir gestern noch nicht waren. So, das ist auch nichts Besonderes. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Auf welcher Seite kam man jetzt in die Einöde? Auf der anderen, ne? Sie. Das heißt, hier waren wir schon. Das haben wir schon so ziemlich gut abgegrast. Hier waren wir auch schon. Oder? Ja doch, da waren wir auch schon. Aber ich checke vorsichtshalber doch nochmal, was es hier so im Angebot gibt. Sobald es sich zeigt. Okay, nope. Und wo steht die zweite? Da. Nein, das ist auch nichts. Nein, 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 das ist auch nichts. Dann machen wir jetzt weiter hier. Ein Vogel! Hä, was macht Emmett denn jetzt bei uns zu Hause auf einmal? Willst du mich verarschen? Okay, das ist auch nichts. Emmett, relevant musst du... Ja, okay, dann plaudere ein bisschen mit Emmett. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr bei ihm gemeldet, muss ich zugeben. So, hier sind noch ein paar weitere Spawner. Vielleicht ist hier was dabei. Komm schon, ich brauche diese Nanomaschine. Nope. Die ist nichts. Die ist auch nichts. Da waren doch drei Spawner hier nebeneinander. Oder bin ich jetzt... Habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir das eingebildet? Da waren noch drei. Doch, hier, drei. Ach, einer ist auf dem Grundstück. Okay. Was ist das überhaupt für ein Grundstück? Das ist einfach nur ein Stück Einöde. Es wäre so schön, wenn sich dieses Zeug einfach gleich zeigen würde. Es würde mir so viel Zeit sparen, ich schwöre. Und euch. Und euch. Kommt schon, ich brauche seltene Nanomaschinen. Die kann doch nicht so viel seltener sein als alle anderen Modelle. Wir haben schon so viele seltene gefunden. Nur die eine versteckt sich einfach immer vor uns. Nachdem ich jetzt die ganze Einöde nochmal abgesucht habe und nichts dabei rauskam als noch eine von diesen Dämpfungs-Nanomaschinen, sind wir jetzt wieder im Plumbot-Handel schrauben und muttern. Wir werden erstmal ein paar Sachen verkaufen. Die entropische werde ich, glaube ich, auseinandernehmen und erstmal noch nicht verkaufen, weil sie möchte eh eine auseinandernehmen. Und bei der bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das schon getan haben. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich finde dieses blöde Ding einfach nicht. Don Jeremy wurde befördert. Er ist nun ein Rettungssanitäter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wenigstens einige Mitglieder dieser Familie kommen ihren Zielen langsam näher. Nicht so wie wir. Es ist so painful einfach. Ich will nicht mehr. Ich will aufgeben. Naja, gucken wir mal. Vielleicht hatte die zufällig heute im Angebot. Wahrscheinlich nicht. Ja, sieht schlecht aus. Nanomaschine. Nanomaschine vom Typ Kondensator. Quantum. Ja, nichts. As usual. Verkaufen wir jetzt einfach mal hier Skalar, Tribble, Tunnel, Thermo, Streuung. Entropisch behalten wir noch. Optisch, Dämpfung dreimal. Und prismatisch. Die verkaufen wir alle. Und die entropische nehmen wir auseinander. Genau. Ich verstehe das einfach nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Ich bin kurz davor, mir einfach einen Spawner aufs Grundstück zu legen, weil es mich so aufregt. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir legen uns einen Spawner aufs Grundstück. Und wenn dann nichts passiert, werde ich wahnsinnig. Was ist denn hier los? Wieso? R2, geht's dir gut? Wieso rauchst du denn? Oh mein Gott, was habt ihr mit R2D2 gemacht? Was habt ihr ihm angetan? Schaut euch das an, er raucht. Baby. What happened? Was haben sie dir angetan? Was haben sie dir angetan, hm? Lucy, war diese Nanomaschine zu kompliziert, um sie aus... Lucy. Ist sie jetzt kaputt, die Nanomaschine, oder was? Und du hast dich komplett verkugelt? Was für ein... Oh mein Gott, R2, was ist denn jetzt schon wieder... Was ist denn heute für ein Tag eigentlich? Heute geht alles schief. Heute geht alles nur schief.
Das ist doch schrecklich. Oh, armer R2. Was ist denn mit dir? Fehlfunktion. R2-D2 ist ein Opfer mangelhafter Wartung. Irgendwas in seinem Inneren ist locker, wodurch die wichtigsten Funktionen beeinträchtigt werden. Oh, Baby. Lucy ist gleich zu Hause und dann kümmert sie sich um dich. Vielleicht muss sie vorher duschen, aber Lucy? Lucy, was tust du denn? Oh Gott. Heute ist nicht unser Tag, hä? Huh? Heute ist definitiv nicht unser Tag. Wo läufst du denn hin? Du hast einen Raketenrucksack auf dem Rücken. Bitte, flieg einfach. Flieg einfach los. Flieg. Ach so, hier hinten kannst du jetzt abheben, oder was? Na schön. So, dann gehen wir jetzt nach Hause, kümmern uns um R2-D2. Hey, wir haben 2500 Simoleons gemacht. Nur mit diesen seltenen Nanomaschinen. Das ist doch sehr nice. Okay, so, jetzt müssen wir kurz, springen wir kurz unter die Dusche und dann müssen wir den armen R2-D2 hier, tunen. Schätze ich mal. Nein, stopp, 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 stopp. Deine Tochter ist da drin. Ja, dann mach das zuerst. Dann tune ihn erstmal. Armer Kerl. Der arme Kerl. Hoffentlich hilft das was. Oh mein Gott, die Ratte ist immer noch hier drin und läuft in der Wohnung rum. Ah! Wie schön. So, hoffentlich hilft ihm das jetzt. Ah ja, die Wartungsanzeige geht auf jeden Fall hoch. Ich hoffe, dass sie sich keinen Stromschlag holt, weil sonst stirbt sie möglicherweise. Und das wäre unerwünscht. Sehr, sehr suboptimal. Okay, und danach kannst du duschen gehen. Und wir legen jetzt mal ganz kurz ein paar Spawner in unseren Garten. Weil ich habe die Schnauze voll. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe die Schnauze voll. Okay, so. Jetzt müssen wir eigentlich, ja, gut. Ich weiß nicht genau, unter welcher Kategorie wir das jetzt finden. Aber ich filter mal nach Into the Future. Und dann vielleicht bei Verschiedenes? Oder so? Ja. Warte, Ursache, Wirkung, Wasserzuchtstation? Was ist das denn? Ich habe keinen Plan. Weltereignis, Zuchtstation. Nee, will ich nicht. Ich will Nanomaschinen, Zuchtstationen. Insekten? Ha, da haben wir es. Käferzuchtstation Assel. Honigtopfameise, okay. Nanomaschinen-Zuchtstation Botwerkstatt. Gewöhnlich, 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 gewöhnlich. Selten, selten, selten. Selten 4. Okay, wir legen jetzt einfach mal. Hier, warte. Selten 4. Selten 3. Selten 2. Selten 1. Noch was? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Okay. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ganz ehrlich, ich weiß dann auch nicht mehr weiter. Jetzt haben wir alle 4 seltenen Zuchtstationen in unserem Hinterhof quasi. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis sie spawnen. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. So, jetzt geh du erstmal duschen. Und dann, sollen wir die Ratte wieder einsammeln? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir sammeln sie wieder ein. Sie wird unser neues Haustier, dann haben wir wenigstens ein bisschen Trost heute. Was für ein Tag. Ach so, dann brauche ich aber noch eine Heimstatt. Für die kleine Ratte. Und einen Namen. Muss ich mir schon wieder einen Namen ausdenken? Ich kann das nicht. Echsen-Nagetier-Terrarium. Nehmen wir mal ein Schwarz. Und wo stellen wir das hin? Puh. In den ersten Stock. Ja, komm. Stellen wir das einfach mal hier hin. Da ist es schon mal aufgeräumt. Dann fangen wir kurz die Ratte ein. Durch Oasis Landing weht ein übernatürlicher Wind. Was macht denn der Wetterstein jetzt auf einmal hier? Wir spielen seit Ewigkeiten in Oasis Landing. Das ist doch ein Scherz. Bleib hier, kleine Ratte. Bleib hier, kleine Ratte. Hier geblieben. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Okay. Können wir jetzt mit ihr spielen? Hier. Mit Ratte spielen. Die ist so süß. Oh, look at that. Oh, ist die süß. Ich muss kurz ein Bild machen. Ups. Warum spielt sie im Bikini Klavier? Kann ich näher ran? Nee, wie üblich nicht. Oh, so cute. So, Moment. Oh, das war näher als gedacht.
Und näher als gewollt, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Aber okay. So, das ist jetzt unser neues Haustier. Das räumen wir jetzt in den ersten Stock. Warum sind die Wände oben? Ach ja, wegen den Fotos. Weglegen. Ratte. Ja, Gott, jetzt muss ich mir einen neuen Namen aushängen. Okay. So, ich denke, das war's dann erstmal für heute. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Nanomaschinen hier hätten spawnen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Es tut mir leid, dass ich die Folge heute ein bisschen zusammen komprimieren musste, aber es wäre einfach zu langweilig gewesen. Ich will euch auch nicht 5 Stunden Nanomaschinen-Gesuche antun. Deswegen habe ich es ein bisschen zusammengeschnitten. Ich hoffe, das war in Ordnung. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.